Sie haben damals relativ systematisch die Zonen- und die Sektorengrenze abfotografiert. Was war Ihre Motivation? Wo haben Sie die Energie hergenommen, konsequent die Grenze abzulaufen? Ja, soweit ich mich da erinnere, war es, dass ich ab und zu gesehen habe an einzelnen Stellen, dass da transparente, also politische Sichtwerbung, wie man so schön dazu sagt, aufgestellt wurde. Und sowas gab es ja im Westen nicht. Also habe ich gesagt, das musst du fotografieren. Dann habe ich angefangen und dann habe ich einen Verwandten, ein weitläufiger Verwandter, der hat ein Motorrad gehabt mit einem Beiwagen. Dann habe ich den mal angesprochen und gesagt, so sage mal, kannst du mich nicht ringsrum an die Grenzübergänge, also das heißt, Grenzübergänge waren es ja nicht mehr, war ja schon zum größten Teil alles zu, kannst du mich da nicht hinfahren und zahle es dir und so weiter und so fort. Und der hatte wirklich Interesse daran gehabt, also wenn der irgendwie Möglichkeiten hat, hauptsächlich haben wir es dann am Wochenende gemacht, sind wir losgefahren und da habe ich dann systematisch immer einen Teil nach dem anderen aufgenommen, also meinen Teil, erstmal den Teil nach Ostberlin rüber. Und dann eben außerhalb Berlins, also eben jetzt nach Staaken raus oder eben meinen Teil, ja, also alles, was zum Zonengebiet gehörte, ringsrum. Und gebe zu, es war manchmal nicht so ganz einfach, aus dem einfachen Grunde, auch an der innerdeutschen, also nicht innerdeutsche, sondern an einer Sektorengrenze, da standen ja immer auf der östlichen Seite dann die Grenzleute. Und man wusste ja niemals, wie die reagieren. Denn wenn es 1000-prozentige waren, musste man damit auch rechnen, dass die nach West-Berlin rüberschießen. Wäre ja nicht das erste Mal gewesen, haben sie auch sonst gemacht. Und ich habe immer die Angewohnheit gehabt, wenn ich da irgendwie so einen Uniformierten gesehen habe, die da mit voller Ausrüstung umherliefen, natürlich guckten die schon immer misstrauisch, wenn ich da mit einem Fotoapparat kam, die gefragt habe, ob sie irgendwie welche Einwände haben, ich möchte hier ein Foto machen. Ich bin Journalist und naja, manche waren sehr stur, da wusste ich, also bei denen sei man ein bisschen vorsichtig. Andere haben dann gesagt, na, machen Sie doch einfach, als Wiener, was fragst du denn so dusselig? Ja? Und manchmal habe ich dann auch gesagt, naja, ich möchte nicht, dass Sie hier reinbekommen. Vor allen Dingen, es muss nicht unbedingt sein, dass Sie mit auf dem Bild sichtbar sind. Ja? Naja, manchmal haben sie sich umgedreht, aber auch nicht immer. Ja, die haben manchmal auch nur zur Seite geguckt und ich habe mein Bild gemacht. Bei denen, die vernünftig waren, bin ich auch ab und zu dem Rannigang hinterher und habe meine Schachtel Zigaretten rübergeworfen, aus Dankbarkeit. Habe dann rübergerufen, schönen Dank. Ja. Und ja, die Zigaretten blieben erstmal liegen. Erst wenn wir um die Ecke rum waren und nochmal kurz gehalten haben und dann mal geschielt haben, dann haben wir festgestellt, jetzt bückt sich er, jetzt holen sie. Die hatten wohl möglich Angst gehabt, dass wenn sich einer bückt und die Zigaretten aufhebt, ich auf den Auslöser drücke. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Na, das ist meine Vermutung. Denn warum haben die gewartet, bis wir dann weg waren? Ja? Also wie gesagt, wir haben dann Stück für Stück. Und ich hatte mir dann mal überlegt, das ist ja eigentlich ein Teil deutscher Geschichte. Irgendwann muss es doch wieder mal ein einheitliches Deutschland geben. Das kann doch nicht ewig so sein. Und vielleicht hast du dann etwas festgehalten, was nicht jeder hat. Und zieh doch mal zu, gerade die gravierenden Punkte, meinetheim Kinder an der Grenze, die ja nicht wissen, dass da eine Grenze ist, spielen da so achtlos, müssen da aufpassen, dass sie nicht auf Ostgebiet rüberkommen und dann womöglich da Schere reinkriegen. Ich meine, ich kann mich erinnern, im Raum Staaken habe ich es auch mal gehabt, da habe ich nicht gemerkt, dass da gab es keinen Zaun, da war nur ein Draht. Das war die Grenze. Und ich laufe da rüber. Und plötzlich höre ich da nur was rascheln. Und da waren jetzt zwei, die da nicht weit von mir entfernt mit ihrer MP standen. Da bin ich aber ganz schnell wieder zurück. Hab Glück gehabt, dass die nicht angerufen haben, stehen bleiben. Ja. Ich meine, ich war da vielleicht so 3-4 Meter auf Ostgebiet vorgedruckt. Weil, wie gesagt, ich habe da keinen Zaun nicht gesehen. Bin da rein, weil ich nämlich sehen wollte, so ein bisschen versteckt, was denn da hinten passierte. Naja, habe ich dann sein gelassen, bin abgerückt. Aber ansonsten, es war teilweise schon nicht so ganz einfach. Vor allen Dingen, mir war natürlich klar, es ist Grenzgebiet. Und der Osten sieht das als Spionage. Vom Westen aus war es keine Spionage. Denn ich habe ja auch teilweise den Aufnahmen gemacht, wo mein Teil mit Westberliner Polizist mit drauf ist. Der hat überhaupt keine Bedenken gehabt. Nicht, der fragte höchstens noch, wie
wie soll das Bild aussehen, soll ich mich so hinstellen, da hinstellen oder wie wollen Sie das haben? Mit den östlichen Grenzen konnte ich das niemals machen. Also wie gesagt, das ist ja auch ein Punkt, was man mir zum Vorwurf gemacht hat, Spionage. Dass ich ja besoldeter Agent gewesen sei und ich hätte ja meinen Auftrag gehabt, das alles zu fotografieren. Ich meine, ich habe es ja nicht nur fotografiert, ich habe ja auch dazu berichtet, dass dies und jenes, gerade wenn so Kinder spielten oder so, oder meinethalb, dass manchmal, wie auch die Bilder hergeben, dass da Erwachsene gestanden haben und dann haben meinethalb zu Verwandten, wo sie nicht hin konnten, rübergewinkt haben. Aber die standen an sogenannten Schlagbaum, wo die Straße eben dicht war, und haben dann rübergewinkt und von östlicher Seite, wo es hat die Kamera dann nicht mehr rangeholt, haben die zurückgewinkt. Ja, also ich meine, sowas hat man natürlich festgehalten, aber ich war immer der Meinung, halte das mal ruhig fest, das ist auch deutsche Geschichte und vielleicht hat es doch mal, gibt es eine Gelegenheit, dass es mal veröffentlicht wird im größeren Rahmen, sodass man sagt, ja, so war das alles. Denn ich meine, ich habe ja auch Kinder, die das nun irgendwie mal erben sollten. Und die Schwierigkeit war ja nur, als ich zurückkam aus dem Knast, habe ich meine Wohnung als Trümmerhaufen wiedergefunden. Und hatte ein Glück, dass ich, wie gesagt, dieses Material noch vorgefunden habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es alles ist, was ich hatte, aber die große Masse habe ich wenigstens. Nun fragen Sie jetzt aber nicht, wie viele Aufnahmen ich geschossen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es müssen Tausende von Aufnahmen sein, aber ich weiß nicht, wie viele es sind.